Schon zum 9. Mal in Folge spielte die Band Shanoa Kono and Friends auf dem Afrika-Kooperativ-Festival am Sonntag, den 12.06.2016 im Rathaus Innenhof in Münster. In größtenteils französischen Texten erzählt der Kameruner Frontsänger Shanoa Kono Geschichten, deren Inspiration afrikanischen Ursprungs sind. Ihre Weltmusik lebt sowohl von tiefgründigen, melancholischen wie auch leichten Texten. Und die große Inspiration kommt von der afrikanischen. Und dann hat man auch der Blues, Reggae, also die machen ein bisschen alle, auch wenn der Schwerpunkt mehr afrikanisch ist. Ne? Ihre Anfänge machten Shanoa Kono und Gerd Daltenbrock auf der Geburtstagsfeier eines Freundes. Seitdem spielen sie in verschiedenen Gruppen zu unterschiedlichen Anlässen wie dem Afrika-Festival. Dieses Jahr stellen sie außerdem ihre neue CD Mavumba vor. Einige Lieder sind gecovert und viele Lieder schreiben wir auch selber, zumindest ich. Ich habe mehr als die Hälfte geschrieben. Ich denke, es sind 90%. Das ist ein bescheidener Kameruner Mensch. Bereits vor 12 Jahren entdeckten die Nachbarn Gerd Daltenbrock und Shanoa Kono ihr gemeinsames Hobby. Musik stellt für sie beide ein wichtiger Bestandteil des Lebens dar. Es ist immer wieder schön, die Emotionen, die man während seiner Arbeitszeit nicht ausleben darf, gerne in der Musik mit Shanoa ausleben kann und darf. Wir sind so gut angespielt. Wie gesagt, die Chemie passt sehr gut. Und der konnte auch genauso gut ein Kameruner sein und ich genauso gut ein Deutscher sein.